Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Es blinkt wie verrückt. Wir sind ins neue Felder gestorben. Wir sind gerade am Dresche wieder. Schön am Maisdresche. Schio am Maisdresche. Der vielleicht das Meme kennt. Schio am Pflüger, Schio am Dresche. Die Autos sind auch hell auf begeistert. Oder das Auto besser gesagt. Ich mache jetzt auch gerade das Vorgewinn, die wir gerade erst daher. So, jetzt kann ich gleich wieder ganz ein Disco ausmachen. So, mal von der Straße weg. Was man sagen muss, die Lenkung von dem Deckerett ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, wer, also ich, OG 21 Lenkrad, überlege, ob ich einfach da durchreiche. Aber wo ich das sehe. Oder? Ja, ist halt die Frage, meinst du das Vorgewende voll ist richtig fertig oder ich fahre jetzt einfach da in die Mitte durch? Nein, ja echt tatsächlich da durch zu stechen. Weil sonst gibt es irgendwie Gürgel, ne? So immer geschwind. Das Feld, Beule. Machst du halt den Teil, wo du nachher auch noch dreschen musst. Ja, im Moment nicht. Ja, fallen wir das jetzt einfach mal so, wie gesagt. Weil mal da wäre. Muss einfach gucken, wie ich es am geschicktesten mache. Ich sage Leute, auch immer noch meine Aufforderung oder auch meine Bitte an euch. Wenn ihr irgendeine geile Idee habt, was ihr in dem Projekt machen solltet, einfach bitte mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß nicht, ob das Video schon on ist. Falls ihr es gesehen habt, es ist nochmal ein Projekt jetzt über die kalte Jahreszeit angekommen, also heißt sprich zwei Videos in der Woche. Ich hab massiv Bock drauf und so vom Wetter her, ich muss ehrlich sein, reale Landwirtschaft bin ich jetzt tatsächlich durch. Es wird viel gewesen, dieses Jahr normalerweise wird es ein bisschen Obst gewesen. Most Obst, aber dieses Jahr hat es fast kein Obst gegeben. Das haben wir alles, beziehungsweise denen, wo der Obst gerade gehört, wo ich den mit oder halt wo ich meine Fiete ist, wo im Regiment, ja, Spaß. Ja, das seit dieses Jahr haben wir unterstützt, haben wir das mit PKWs abgefahren, war es eigentlich unnötig. Dass ich das mit dem Case abfahre, das Obst. Weil das war, ich glaube, im Schnitt sind wir gerade mal, also richtig schlecht gewesen. Bloß ein paar Kilo, ich glaube, mit meiner Tonne haben wir erreicht. Darum bin ich jetzt auch schneller fertig, oder ja, früher fertig, in meiner Saison in der realen Landwirtschaft. Und darum haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Um virtuelle Landwirtschaft zu kümmern. Und man muss ehrlich sagen, es kommen ja so viele geile Maps mittlerweile raus, da weißt du gar nicht, auf welcher du weiter zocken sollst. Um bin ich echt in Verzückung, oder beziehungsweise ja, kommen jetzt zwei Projekte mal raus, sprich zwei Videos in der Woche, ist auch mal geil. Vom Timing her, wenn das rauskommt, bin mir noch ein bisschen auch unschlüssig. Ich hätte fast gesagt, vielleicht Mittwoch und Samstag ist eigentlich auch so, ja gut, ich glaube gut verdeut. Bin mal gespannt, was jetzt ein neues Projekt sagt. Ich habe irgendwie mal Abstimmung, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man welche Entscheidungen muss ich einfach selber mal treffen. Ja, irgendwie auf die neuen Projekte bin ich echt gehypt. Ich glaube, immer zu Anfang bin ich immer zu jedem Projekt gehypt. Aber ich komme dann auch irgendwann mal so die totale Ernüchterung. Aber an sich, muss ich ehrlich sagen, macht es schon Bock. Was jetzt dieses Jahr noch geil wäre, aber was, denke ich mal, ziemlich unrealistisch ist, sind wir mal einfach so ehrlich, dass ich noch dieses Jahr die 1K Abonnenten auf YouTube pack. Wenn wir vielleicht mit 700 rausgegangen hätten, dieses Jahr wäre es echt top. Ja, dann machen wir aber ehrlich gesagt keinen Druck. Eigentlich habe ich gedacht, die Packs. Ich muss ehrlich sagen, ich war da noch ein bisschen inaktiv. Haben mir schon ein bisschen selber zu zum Schreiben. Darum haben wir jetzt auch keine große Hoffnung.
Aber mir würde es auch sehr freuen, wenn euch die Videos gefallen und ihr kriegt manchmal echt cooles Feedback. So, wenn ihr vielleicht auch die Videos teilt, dass vielleicht mir einfach ein bisschen wachsen noch. Weil ich schaffe es ja nur, dass wir auf Jahresende noch die 1K Abonnente schaffen. Ich glaube es zwar leider Gottes nicht, aber ja, was ja noch nicht, ich noch nicht ist, kann ja noch werden. So, wir schalten jetzt mal Stromablage ein. Ich muss sagen, ich glaube, Feuerzieher von Bern ist jetzt echt besser wie beim letzten, beim ersten Video. Muss ja halt echt reinfuchsen. Selber Porsche habe ich eigentlich auch nicht so oft, fällt mir gerade auf. Aber macht schon Bock, bockt sich auf alle Fälle. Was hat wieder aus? Schwer nur mit ohne Herz zum Fahren. Ich freue mich auch noch ein bisschen ausnutzen vom Gebiss. Genau. Ja, mir kommt es echt so vor, wenn es noch ein bisschen mehr Strom geben würde. Und da ist, ich weiß gar nicht, dass nicht bloß granatemäßig da ist. Er hört zu. Oh, jetzt mal, wie viel der Tag sich das jetzt ergibt, wie viel sich die jetzt ausgeht, vielleicht, dass sie dann nochmal erfällt. Guck, wo meist drauf ist, dass das noch trash. Mal gucken, jetzt vor allem jetzt. Vielleicht fängt es jetzt mal einfach mal nur Zucker rüber machen, aber das wird echt der Helfer machen lassen, weil da ist schon rot gefahren. Wer sich nur erinnern kann, bei der Hektarjäger mit Julian. Da sind wir auch fett auf Übergänge, das hat auch gut Geld hier. Ich muss echt sagen, die Einzugsanimationen sind ja schon echt fett geworden. Also, klar, beim Getreide, sage ich mal, beim Walzer oder beim Gerst steht das war ich auch gesehen. Aber das wird echt, das ist echt geil geworden, 22. Das ist halt richtig ideal. Also das ist jetzt so, dass du vorne her siehst, wie, wie das immer so stäbchenmäßig weggeht. Aber bei den Standart jetzt vom Giant selber, das ist echt geil geworden. Also echt Respekt vor den Giants. Was das mit der Entzugsanimation ist, sieht schon fett aus. Also, seine Jungs und Mädels. Echt geil, ne? Boah. So, mal schnell auf die Konten. Ja, okay. 72. So, mit Reue auslassen. Ja, erst probiert, irgendwie hat es auch jetzt so richtig funktioniert. Probieren wir mal, weil der kann ja wie gesagt auf die Stelle drehen, das ist auch geil. Ballen wir den jetzt nochmal voll. Gehen ab, danke. Ich muss dann noch der Puma rumholen. Ich starte noch beim Händler, der muss ja auch noch ab, Tankkolonne mit einbinden. Lass mal gerade auch echt viel was nur vom Mod mit hoch, wenn man klar ist, dass bei gewissen Prozentanzahl unrecht ergänzt vom Punkt und das wird mir dann. Du hast das Rätsel gerade, der Prozent jetzt gerade noch hast. Ja, 80%, ich glaube 80% gerade immer dann wieder von unrecht bei dem Skript. Ja, unschwer erkennen kann, du hast halt immer nur die Feldinsel und ja, da könnte es auch mal Challenge sein, dass man sagt, wie im ersten Projekt
mal fett die Bremwerk mache und den Akku eben mache. Das wird mir auch mal noch was sein. Wir können noch ein bisschen auf Bosch gehen. Die sind da, gucken wir mal einfach. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass ich lange auf der Karte bleibe. Hier auf der Mutze habe ich sehr drastisch aussortiert. Und ich glaube, also ich habe auf meinem ganzen Rechner sind, ich glaube, über 600 Mods drauf. Die waren aber im ersten Projekt auch alle mit an. Hier ist echt richtig aussortiert. Das sind, glaube ich, bloß nur um die 100. 196 oder so, also knapp in 200 Mods drauf. Ist auch viel, aber der Rechner packt's. Aber irgendwie bei 600 Mods hat halt der Rechner auch mal keinen Bock mehr gehabt. Und drum jetzt auch eine Mods ein bisschen, die, wo mir wichtig war, sind mit drauf. Wir haben einen großen Ordner, wo ich dann immer noch wieder ein Mods rausziehen kann, wo ich da alle downloade. Genau. Also, wie gesagt, Leute, wir sind jetzt da am Ende. Seid ihr du abtanken und wir sehen uns beim nächsten Video wahrscheinlich dann zum Abfahren. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann müsst ihr über Like freuen, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Über Abo, der mich natürlich auch sehr freue. Teilt auch gerne die Videos, wenn euch die gefallen. Ja, und bis zum nächsten Video. Ciao und macht's gut.